Und dann habe ich gedacht, das Ganze müsste man eben filmerisch begleiten bis zur Neuherstellung oder bis zur Inbetriebnahme der neuen Fähre. Und das alles können Sie in dem Film sehen, Frau Clausen. Ich habe ihn schon gesehen. Ja, ist unglaublich. Also wie Sie auch so, das ist auch wirklich bewundernswert. Und wir sind ja immer im Kontakt gewesen, wie Sie wirklich über 6 Jahre das immer wieder begleitet haben, den Bau, den Abbau der alten Schwebefähre und das filmisch festgehalten. Ich weiß, Sie haben unendliche Stunden den Film nochmal geschnitten. Nein, das lieber rein, das raus, das wieder rein, wieder raus, wie das bei so Filmemachern ist. Und wir haben vor 3 Tagen den Film hier dann final auf der großen Leinwand gesehen. Und da war dann bei Ihnen auch ein bisschen, es fiel Ihnen ein Stein vom Herzen. Sie sind zufrieden, aber ich glaube, wie das bei Filmemachern so ist, wenn Sie ihn jetzt gleich das 2. Mal gesehen haben, dann sagen Sie, ach, das hätte ich doch anders machen können. Und das auch, das ist so bei Filmemachern. Die meisten Filmemacher wollen ihren Film auch gar nicht auf der großen Leinwand sehen. Weil sie dann immer sagen, dann sieht man natürlich, dafür werden ja auch Filme gemacht, für die große Leinwand, was man doch noch hätte anders machen können oder was vielleicht zu groß im Bild ist oder doch noch zu klein. So, aber deshalb, wir sind ganz gespannt. Wir haben den ja, wie gesagt, schon gesehen. Ich weiß, der ist total schön. Aber wir haben vorweg noch was, wir haben gerade eben ein bisschen was verteilt. Wir haben das hier in so kleinen Flaschen, dann bin ich nicht Pütscher. Fides Möwenschied ist das. Das ist doch das Passende jetzt, um den Film zu sehen. Fides Möwenschied heißt der. Ja, wo ist meine Flasche denn? Ja, machen Sie mal auf, der schmeckt auch. Normalerweise nehmen wir ja Kanalwasser, aber vor 6 Jahren haben wir hier auf der Bühne Kanalwasser getrunken und das war meine Feuertaufe mit Kanalwasser und mir blieb die Luft weg. Ich konnte kein Wort sagen. Und deswegen habe ich mich für ein bisschen was Sachterem entschieden heute. Ja, denn heute... Das wissen auch die wenigsten. Heute vor genau 2 Jahren war der erste Lockdown, Freitag der 13. Ja, da durften wir das erste Mal schließen und hatten in den letzten 2 Jahren 11 Monate geschlossen. Deshalb ein Möwenschied, damit alles besser wird. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Wir sind nachher auf der Bühne. Sie dürfen Herrn Kobrock mit Fragen löchern und bin gespannt, wie Ihnen der gefällt. Und ja, dann wollen wir mal sagen, gleich Film ab. Erstmal zum Wohl. Das ist so ein kleiner Kirschlikör zum Nachmittagsstunde.